Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin Rabea Stampin'-Up-Demonstratorin für Österreich und für Deutschland. Und ja, aufgrund meines Unfalls und ja, der ganzen Geschichte, die jetzt so die letzten Wochen, das müssten so ungefähr 10 sein, habe ich immer versucht, mit euch zu basteln und das alles ein bisschen aufrechtzuhalten, um nicht so ein bisschen auch hier in eine traurige Wolke zu fallen. Und mein Mann hat mich auch immer sehr unterstützt mit den Bastelsachen und Videos und. Und ja, ich habe mir jetzt erstmal überlegt, ich werde jetzt erstmal ein bisschen Genesungspause machen. Das heißt aber nicht, dass ich weg vom Fenster bin. Das heißt, ihr könnt mich jederzeit anschreiben. Unterhalb des Videos findet ihr sowieso meine Kontaktdaten. Ihr könnt auch immerhin über mich bestellen. Und ja, ich werde jetzt einfach mal ein bisschen mehr Zeit für meine Genesung mir nehmen müssen. Und ja, deswegen ist es nur leider ein kurzes Video, aber ich wollte euch halt ein bisschen informieren. Immer wenn vielleicht auch mal was Neues von Stampin' Up kommt, werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Und ja, genau. Das ist jetzt so das, was ich euch einfach mal mitteilen wollte. Ich wollte jetzt nicht einfach abrupt aufhören, Videos zu drehen und ihr wisst gar nicht, was los ist. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, werde ich das jetzt einfach so machen, dass ich jetzt wirklich erstmal schaue, wie geht's meiner Hand. Ich muss jetzt ganz viel Ergotherapie machen und ja, kann wirklich nicht so, wie ich möchte. Aber ihr könnt einfach mal das nachsimulieren. Schnallt euch mal einen Tag den rechten Arm auf den Rücken. So. Und dann fangt ihr an, Zähne putzen, Haare föhnen. Ja, ich habe jetzt versucht, mit dem Glätteisen da irgendwie so ein bisschen rüber zu ja, glätten, damit es nicht ganz so buschig aussieht. Weil wenn man sich so die Haare föhnt, dann wisst ihr ja, wie es aussieht. Auf jeden Fall sah es sehr wild aus. Und naja, es ist halt alles echt schwierig und mühselig. Und ja, ich wollte es halt einfach mal für euch sozusagen, ja, also ich habe es halt versucht mit euch zu machen, aber ich komme hier wirklich an meine Grenzen und ja, ich kann meinen Mann auch nicht ständig fordern und drum bitten, dass er mir immer alles ausstempelt, stanzt. Ich habe zwar die elektrische Stanzmaschine und ja, Birgit wollte gerne nochmal ein Resümee davon haben, das werde ich bestimmt auch nochmal abdrehen, so einen kleinen, ja, was ist besser, Handstanzmaschine oder elektrische Handstanzmaschine? Werde ich auch noch mal ein Video von drehen und das kriege ich ja auch ohne meinen Mann hin. Das Gute ist ja, Equipment ist ja alles da. Das hängt ja hier oben alles, also das sollte vielleicht kein Problem sein. Und ja, ich werde einfach versuchen, mit der Ergotherapeutin gucken, was ich dann halt machen kann. Ich meine, wenn sie weiß, was ich für ein Hobby habe, dann wird sie auch sicherlich ganz anders davor sein. Und ich bin gespannt, wie das jetzt alles wird. Und ja, werde mir jetzt halt einfach mal die Auszeit gönnen, leider. Aber falls ich basteln sollte und mich das einfach mal überkommt, werde ich definitiv die Kamera einschalten und euch mitnehmen. Und ja. Ja, ihr seid mir halt alle sehr ans Herz gewachsen und ich wollt euch halt einfach mal informieren, dass es halt einfach immer nicht ganz so einfach ist. Und ja, deswegen mache ich jetzt erstmal ein bisschen Pause. Ihr merkt, es fällt mir sehr, sehr schwer, mein Hobby aufzugeben. Beziehungsweise euch erstmal ein bisschen. Aber es ist nur eine Pause, es ist nur ein Urlaub. Ich komme wieder. Und ja, vielleicht kann ich dann wieder mit euch basteln und vielleicht auch mal ein bisschen was ausmalen. Mir fehlt das so sehr auch. Wir haben so viele schöne Sets, die Rentier, die konnte ich schon mit alleine nicht ausmalen. Auch so viele, viele Sachen mit den, ja, einfach mal eine Karte ausmalen. Blending-Tools, irgendwas, das ist halt alles einarmig nicht ganz so möglich. Und deswegen, ja, gibt es jetzt einen Urlaub von mir. Den solltet ihr euch auch einfach mal gönnen. Seid froh, dass ihr mich nicht ständig sehen müsst. Man muss es auch mal positiv sehen. Und dann komme ich total erholt mit hoffentlich einem heilen, guten Arm zurück.
Und ja, ich wünsche euch jetzt erstmal alles Gute, meine Lieben. Schreibt mich jederzeit an. Unterhalb des Videos findet ihr meine Daten. Ich bin trotzdem noch Stampin' Up! Demo. Ich bin trotzdem für euch da und kümmere mich um euch. Und egal was ist, meldet euch. Ich bin für euch da. Und jetzt wünsche ich euch erstmal eine schöne Auszeit von mir. Ich mir einen guten Genesungsurlaub und ich komme dann heil hoffentlich zurück. Ah, mein Hund steht da vorne, genau. Da gerade, sie kommt hier um die Ecke und sie wollte wahrscheinlich auch noch mal Hallo sagen. Nein, sie geht weg. Okay, gut, ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt erstmal alles Gute, alles Liebe und wir sehen uns dann irgendwann nach meinem Genesungsurlaub wieder. Da ist sie doch noch. Ich hab's ja gesagt, wollte auch noch mal Tschüss sagen, ne, Mäuschen? Ja, also wir sehen uns dann, wir alle, irgendwann demnächst wieder. Macht's gut!